Ja, wir sind auf der Schweringhauser Straße zwischen Eidelstedt und Scharrel. Hier ist vor so gegen 13 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Der Autofahrer, 20 Jahre alt, der ist auf dem Weg von Eidelstedt nach Scharrel unterwegs gewesen, hatte seine Fahrerscheibe mit runter und durch die Fahrerscheibe eine Fliege in den Mund gekriegt. Und bei der hohen Geschwindigkeit, er hat dann versucht, die Fliege auszuspucken und wegzuwischen. Dabei hat er sein Fahrzeug verrissen, sozusagen, ist also erst nach links von der Straße abgekommen, hat wieder das Fahrzeug zurückgeholt und bei dem wieder Zurücklenken auf die Straße ist er dann nach rechts weggeschleudert, weil das Fahrzeug aufgrund der Geschwindigkeit nicht halten konnte. Ist zunächst in den Graben geflogen, hat die größte Wucht der Graben abgehalten und dann im Anschluss noch gegen den Baum geprallt. Durch den Aufprall erst im Graben war der Aufprall gegen den Baum dann nicht mehr so stark, sodass beide, also der Fahrer und auch der Beifahrer, zwar schwer verletzt worden sind, aber eben halt nicht lebensgefährlich verletzt worden sind. Also haben sie Glück gehabt sozusagen. Ja, die erste Meldung bei uns war natürlich PKW gegen Baum alleine beteiligt, dass man erstmal alles aufgeboten hat, was geht. Und ich nehme an, dass dann bei unserer Rettungsleitstelle auch sofort der Hinweis dann kam und dass die vorsorglich den Rettungshubschrauber geholt haben, weil doch solche Sachen dann schwerwiegende Folgen haben. Ja, auf der Straße sind 100 zulässig, außerhalb geschlossener Ortschaften, und nach den ersten Erkenntnissen, eventuell auch den Aussagen der Beteiligten, das weiß ich, kann ich nicht genau sagen, aber ist die Geschwindigkeit des PKWs auch um die 100 gewesen. Fliege im Mund, Ablenkung durch Brot oder durch andere Sachen haben wir ja schon mal öfter, aber Fliege im Mund und dann dadurch, aber man sieht daran, wie schnell sowas gehen kann. Dass nur Kleinigkeiten ausreichen, einen aus der Fassung zu bringen. Ne? Wenn dieser PKW ungebremst, ohne vorher im Graben gelandet zu sein, gegen den Baum geprallt wäre, dann wäre das wahrscheinlich durchaus viel, viel schlimmer geworden.